Die erste Folge als Mensch ist bei euch wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und deswegen versuchen wir jetzt nochmal als Mensch in The Isle zu überleben. Ist halt gerade auch mitten in der Nacht und ich mach mal lieber die Taschenlampe aus. Es ist dann zwar sehr dunkel, aber ich glaube, ansonsten werden wir hier direkt getötet. Weil man hört schon echt eine Menge. Ich werde einfach mal in Richtung der Geräusche gehen und in den Büschen versteckt bleiben. Es ist tatsächlich gerade gar nicht so dunkel. Deswegen kann ich auch mal eben eine Waffe ziehen. Denn, ihr habt in die Kommentare geschrieben, es gibt drei verschiedene Waffentypen. Das Model sieht leider immer gleich aus, also wir haben immer den Revolver in der Hand. Aber zum einen haben wir halt einen Revolver. Der kann halt so Einzelschüsse machen. Dann haben wir ein Maschinengewehr auf der 2. Ich höre übrigens die Sounds nicht, die füge ich wieder im Nachhinein für euch ein, damit ihr wisst, welche Waffe ich gerade in der Hand habe. Außerdem haben wir noch auf der 3 eine Schrotflinte. Man sieht das sogar an den fliegenden Kugeln. Ja, und die Waffen werden wir heute mal testen. Mal gucken, ob wir damit was erlegen können. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, der ist sehr, sehr stark, der Mensch. Wir müssen wahrscheinlich einfach nur unentdeckt bleiben. Da vorne bewegt sich was. Ich werde jetzt versuchen, das zu töten, was auch immer das ist. Ich glaube, ich dibbel's. Nimm mal das Maschinengewehr in die Hand. Schrotflinte! Oh nein! Das war ja mal nix. Aber ich glaube, ich habe noch ganz gut Schaden angerichtet. Aber ich habe tatsächlich sogar noch ein weiteres Ziel. Also ich will gerne einen größeren Dinosaurier töten. Und das zweite Ziel ist, Freundschaften zu schließen. Einfach mal jemanden zu treffen, der mich mag, mit dem ich rumlaufen kann. Was für eine Spezies das ist mir eigentlich relativ egal, ob es jetzt ein anderer Mensch ist oder ein anderer Dino. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine sehr schwierige Aufgabe wird, weil die meisten Leute töten hier einfach alles, was sie sehen. Das ist sehr, sehr schade. Wie gruselig das gerade schon wieder ist. Der Mond geht aber gerade wieder unter, das heißt, die Sonne kommt bald. Bei dem hohen Gras sehe ich halt gar nichts. Ah, hier ist das Wasser, okay. Ja, da wollen wir natürlich nicht rein. Aber ich werde dennoch mal hier am Ufer entlang laufen. Vielleicht sehe ich einen Croc. Und da geht auch schon die Sonne auf. Wir sind wieder mitten im Sumpf. Gott, und man hört schon Crocs. Kann ja wieder was werden. Wir müssen jetzt einmal hier ein kleines Stück durchtauchen. Ich glaube, hier ist nämlich das Wasser überall flach. Da können wir laufen. Aber meine Ausdauer ist fast leer. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge gar nicht. Kann ich mich denn hinsetzen? Ah, tatsächlich, im Schneidersitz. Das ist ja cool. Ich kann mich auch schlafen legen. Ah, dann legt er sich so auf die Seite. Wollen wir natürlich nicht, weil dann loggen wir uns aus. Aber ich werde jetzt mal kurz hier sitzen bleiben und meine Ausdauer regenerieren. Ich werde mal hier vorne was trinken. Ich weiß, das sieht bescheuert aus. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich kann auch immer nur einzelne Schlücke trinken. Aber das Gute ist, das Wasser ist hier relativ flach. Deswegen sind wir, glaube ich, sicher hier. Nee, sind wir nicht. Oh Gott. Was willst du, hä? Wer ist hier der King? Ich oder du? Hau ab. Trink jetzt weiter hier. Eier aus Stahl.
Ja, was willst du, hä? Huh? Tauch ab, du Ungetüm. Versuche ich nochmal rauszulocken. Trau dich. Meint ihr, ich kann auch untertauchen und unter Wasser schießen mit meinen Waffen? Ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren will. Aber warum nicht, ne? Komm. Oh, ich sehe gar nichts. Ich will hier raus. Lieber doch nicht. Aber das Croc ist weg. Das hätte sonst jetzt zugebissen. Oh, das sind Stegos hinter mir. Ich versuche mich mal mit denen anzufreunden. Wir müssen ja irgendwo jetzt hier kommen. Guck mal, da sind sie. Ich renne mal auf die Straße, ganz friedlich. Hallo. Bist du freundlich? Wollen wir Freunde sein? Doch nicht, mein Freund. Ich habe aber auch aus Versehen die Waffe gezogen. Nein, 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 nein. Nicht böse. Nicht böse machen. Komm, wir sind cool. Mach keinen Ärger. Warum willst du denn jetzt sowas machen? Hör auf damit. Wir können Freunde sein. Mach deine Stacheln runter. Oh Gott. Jop. Huh, ich hab Starren bekommen. Oh, okay. Das war jetzt falsch, Schaden. Aber ich habe vorher auch irgendwie Schaden bekommen. Ich glaube, der Server hat ein bisschen geleckt. Ich glaube, die Raptoren sind ganz nah. Ich muss aufpassen. Hier bin ich übrigens gerade die Klippe runtergefallen. Also vielleicht sind die auch da unten bei meiner Leiche. Oh, der Stego ist auch gestorben. Da sind auch die Raptoren. Zieh mal lieber meine Waffe und nimm das Maschinengewehr raus. Diese Sounds, wenn ich hier runtergehe. Ich hoffe, die hören das nicht auch so laut. Oh, das ist ein anderer Mensch. Hi. Hey. Was machst du da? Ich hoffe, du bist nicht aggro, wenn du mich siehst. Nicht schießen. Wir sind Kumpels, ja? Wir können es schaffen. Dabei will sich auch ansneaken an die Raptoren. Oh, die sind direkt unter mir, oder? Oh, der hat mich gehauen. War, glaube ich, aber aus Versehen. Ich lasse es jetzt einfach mal durchgehen. Der Raptor klingt so, als wenn der hier unten ist. Aber der ist da nicht. Ach, da ist er. Ah, Mist. Oh nein, er ist runtergefallen. Ich muss ihn verteidigen. Sei vorsichtig, mein Freund. Nenn dich einfach mal Uwe, ja? Uwe, du schaffst es. Okay,
Okay, er ist da rausgelaufen. Er rennt jetzt in die Büsche. Versteck dich, Uwe. Genau, renn die Klippen da hoch, das ist gut. Ich laufe Uwe hinterher. Uwe ist mein neuer Freund. Bevor der hier verschwindet. Uwe, was geht ab? Hast du alles im Griff? Was machen wir jetzt, Uwe? Ich kann leider nicht im Textchat schreiben. Wir müssen uns irgendwie so verständigen. Ja, Uwe versteckt sich im Busch. Der hat mehr Angst als ich. Aber ich bleib bei ihm. Er ist jetzt immer mein einziger Freund in dieser fiesen Umgebung. Komm, Uwe. Folgt mir. Wir gehen jetzt dahin und töten die. Schaffen das. Wir rennen rein. In der Stego-Leiche sind sie leider gerade nicht. Da ist meine Leiche. Mal kurz einen Blick auf meine Leiche riskieren und hier in den Gang gucken. Oh nein! Uwe! Oh, ich hab ihn! Oh, Schrotflinte, OP. Aber wo ist Uwe? Du hast mir nicht geholfen! Oder hast du geschossen vom Weiten? Ich weiß es nicht. Oh, da kommen noch mehr Raptoren. Guck natürlich jetzt. Komm, Uwe, sei ein Mann. Oh! Ein Hipsi! Ich renne jetzt rein in den Raptor. Oh, der ist schon verblutet. Boah! Der Mensch ist ja übel OP. Ich kann einfach alles wegknallen. Okay, ich glaube, freundlich sein zu Dinos ist dann schon cooler. Weil das ist jetzt nicht so eine krasse Art, irgendwie Dinos zu töten. Ist schon ziemlich overpowered. Aber Uwe ist jetzt glücklich. Na, guckt euch das Massaker hier an. Also es lockt auf jeden Fall andere Fleischfresser an. Ich hoffe echt, dass Uwe mir nicht in den Rücken fällt. Der ist irgendwo da oben. Ach, da ist er. Man sieht nur den Kopf so rausgucken. Er beobachtet mich. Aber er ist ein kleiner Feigling. Ich ruhe mich erstmal ein bisschen aus. Uwe macht ein bisschen Schattenboxen. Ja, bereite dich vor, Uwe. Sei kampfbereit. Oder chill dich zu mir. Er beobachtet. Oh, er setzt sich zu mir. Ach, wie schön. Wir sind die Könige der Welt, Uwe. Nein! Er ist runtergefallen. Ich glaube, er will was essen oder so. Ich bin auch ein bisschen hungrig, muss ich sagen. Oh, er kickt die Leiche. Was hat er vor? Er schießt auf den, oder? Ja, das ist meine Leiche, Uwe. Ich muss gleich mal trinken gehen. Kommst du mit? Oder willst du lieber da reinrennen? Willst du da reinrennen, okay? Ich folge dir. Ah, er will auf jeden Fall in den Menschentunnel. Ich weiß gar nicht, ob es hier Stellen gibt, wo die größeren Dinos nicht reinpassen. Wäre natürlich cool.
Er will aber auch wirklich reinlaufen. Oh, hier fehlen so ein paar Texturen. Oh, scheint ein bisschen buggy zu sein. Oh, hier können wir schreiben. Hey. Okay, Uwe ist Kicke. Aber das ist ja cool. Das heißt, bei den Menschenstationen kann man miteinander kommunizieren. Das ist ja sehr gut zu wissen. Aber es tut mir sehr leid. Ich werde dich trotzdem weiterhin Uwe nennen. Ich habe mich nämlich jetzt daran gewöhnt. Wir gehen jetzt gemeinsam was trinken. Hoffen wir mal, dass das Croc nicht wiederkommt, was hier vorhin war. Sieht das eigentlich aus, wenn du trinkst? Trink mal, ich würde das gerne mal von außen sehen, Uwe. Er beobachtet mich nur. Wieso guckt er mich die ganze Zeit wie so ein Creep an? Das ist echt gruselig. Okay, er geht weg. Schon besser. Oh, ich glaube, er will sich anschleichen. Irgendein Plan scheint er auf jeden Fall zu haben. Er sieht sehr zielstrebig aus. Der will bestimmt zu den Raptoren. Jetzt rennt er los. Oh, da sind die Raptoren. Oh, die Raptoren greifen an. Sie. Wo ist Uwe? Ich glaube, Uwe hat mich verkauft. Oder ist der tot? Da vorne ist der Raptor. Angreifen. Uwe! Okay, ich hab ihn. Oh mein Gott. Aber wo ist Uwe? Ist Uwe gestorben? Ich weiß es nicht. Uwe? Bist du okay? Nicht, dass seine Leiche irgendwo im Busch liegt. Er lebt noch. Er schreibt. Können also doch schreiben. Oh, ich dachte, es geht nur um Menschenstationen. Oh nein, ich werde angegriffen. Oh. Jetzt hat Uwe mich quasi umgebracht, weil ich ihm antworten wollte. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge von The Isle of Rima gewesen sein. Falls euch der Mensch Spaß gemacht hat und ihr den nochmal sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ansonsten schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr sonst mal sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Oh. Der hat auf mich gewartet.